Oh ja. Ich habe eine feuchte Zeitung. Das ist bestimmt die Bild. Trash, weg damit. Ich glaube, es bringt nicht mehr allzu viel, weil ich kann zwar jetzt noch schön weiter angeln. Schön, ja, auf jeden Fall. Aber so ohne Platz in den Taschen ist das natürlich ein bisschen... bisschen blöde. Ich hatte eigentlich auch nur meine Werkzeuge mitgenommen, also hier meine Hoe. Also besser meine Axt und Pickaxe, um... gegebenenfalls... die Sachen aus dem Weg zu schaffen, hätte ich eigentlich auch zu Hause lassen können, weil es... das war jetzt nicht gut durchdacht von mir. Definitiv nicht. Ach, ist das schön. Unsere eigene Farm. Unsere kleine Farm. Zap. Haben wir erstmal alles rein, was wir jetzt hier gefangen haben. Ah, waren ein paar ordentliche dabei, auf jeden Fall. Sortieren wir mal. Sortieren wir auch mal. Gut, 9 Uhr abends. Ich habe nichts mehr zu tun. Morgen wird's schön, habe ich in Erinnerung. Gehen wir einfach eine Runde schlafen. Yay, Level 1 Farming. Cool. Watering Can Proficiency, Hoe Proficiency. Neues Crafting Rezept, eine Scarecrow, eine Vogelscheuche. Und Basic Fertilizer. Dünger. Yay, Level 1 ab. Level 3 Fishing. Fishing Rod Proficiency. Nice. 455 für diese komischen Rüben. Ja, ich bin doch schon als Rübenschwien. Uffi standen. Frisch, fromm, fröhlich ans Werk. Wie ist morgens Wetter? Okay, klar und sonnig. Ja, die Geister lispern, so flüstern etwas. Sie fühlen sich heute neutral. Der Tag liegt in deinen Händen. Das heißt, du hast einen Scheißdreck. Das ist eine sehr interessante Form. Watering can. What the what we can, what the watering can. Can we? Ah, ein Parschnipp. Lerne Singles kennen auf parsnip.de. Okay, jetzt fange ich schon an, Witze vom Grund zu klauen. Ist auch schlimm. 1000. Ich glaube, der Rucksack hat 2000 gekostet. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Nu? So. Was denn? Gucken wir mal. Basic Fertilizer braucht. Sap. Toll. Haben wir den ganzen Saft für die Torches ausgegeben. Blöd. Cherry Bomb. Copper Ore und Cola. Hm? Definitiv. Hier wächst nichts. Das freut doch das Sammlerherz. Nicht. Von hier oben ein bisschen Wildwuchs. Kann ja eventuell. Naja, halt den ganzen kleinen Scheiß hier weg. Bringt nicht viel, außer dass ich jetzt nochmal 10 Fieber bekommen habe. Besser als 36 Fieber, definitiv. Aber... bist du machen. Das wird immer noch verschlossen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich denke, zu Pierre was kaufen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ein Horseradish.
Was mir übrigens eingefallen ist, Horseradish. Das ist einfach nur Meerrettich, glaube ich. Cool, wir können jetzt hier lang. Meerrettich. So was? Adventurous Guild. Proven Adventurous Only. Cool. Einmal Meerrettich und einmal Lauch. So ein Lauch! Wir trainieren gehen! Baum, den ich fällen kann. Was haben wir hier? Oh, Katze. Ich habe nur in diesen alten Minenschacht geguckt. Er ist schon seit Jahrzehnten verlassen. Ja, es gibt wahrscheinlich immer noch genug Erz da unten. Gutes Erz. Aber ein dunkler Ort. Ungestört für so lange Zeit. Ich fürchte, Erz ist nicht das Einzige, was man da unten finden wird. Hier, nimm das. It's dangerous to go alone. Master Schwert! Du hast ein rostiges Schwert erhalten. Okay, thanks, bye. Mein Name ist Marlon übrigens. Ich führe die Abenteuergilde. Direkt draußen. Ich beobachte dich. Beweise dich. Und ich denke darüber nach, dich zu einem Mitglied zu machen. Yay, wir haben ein rostiges, altes Schwert. Und wir gehen in die Mine. Nämlich alles so ein kleines bisschen an. Also wer Harvest Moon gespielt hat, Back to Nature. Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr im Inventar. Arg! Harvest Moon Back to Nature, da gab es auch schon eine Mine. Wo man haufenweise Zeug finden. Oh, leider. Wo man haufenweise Zeug finden konnte. Boah, Pferdeschuh. Den Lauch essen wir auch noch. Weil du bist, was du isst. Oh, was ist das denn hier Schönes? Das ist eine Erzader. Yay, Copperohr. Boah, Copperohr. Okay. Das ist die nächste Leiter, aber ich will mich noch ein bisschen umgucken, weil die Höhlen sind hier nicht sehr weitläufig, aber recht groß. Und ein paar Steine kriegen wir auch noch. Stein ist gut. Stein ist zuverlässig. Ein Schleim. Ich nehme lieber das Schwert. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie so was, eine Krabbe oder sowas und dem Stein. Okay. Ist das eine Cherrybombe oder was? Warte, ich versuch mal was. Nee. Oh, die kann ich platzieren. Scheiße. Ah! Blöder Schleim! Verdammt. Alter, ich habe eine Ader gefunden. Bei den Horts, den Meerrettich essen. Widerlichen Meerrettich. Was ist das? Quarz! Kenne ich nicht, was ist das hier? Okay. Schleim, der kann glaube ich weg. Das ist Hartholz. Ne? Fieber kann weg. Ein Topaz, schön. Die Geon behalte ich mal. Jetzt kann ich die wegschmeißen, scheiße. Ach, scheiß auf die Steine. Und hier? Ein Amethyst? Das ist normales Holz, hoffe ich. Noch eine Leiter.
dafür, dass die Geister mir Scheiß prophezeit haben, habe ich hier gerade echt viel Glück. Monsterschleim. Ein Geweidegedärme. Muah, Metal. Gucken wir mal, Steine drinne. Kohl. Ich will doch nichts zurücklassen. Günther kann dir mehr darüber erzählen. Schön, Copper. Warte mal. Ein Kohle für ein Copperohr. Ich versuche mal was. Hat jetzt nicht viel gebracht. Kann ich vielleicht... Mist. Stirb, Schleim! Okay, eine habe ich noch. Pack ich mal hier, jetzt habe ich auch genug Zeit, um wegzulaufen. Schön, schön, schön. Echt praktisch, diese Dingsbums, aber ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, weil ich habe jetzt noch nicht allzu viel Kohle bekommen. Versuch's nochmal mit einer Cherry Bomb. Ist das weg? Die kann ich ja hier hinlegen. Kann ich vielleicht so ein bisschen hier weglocken? Muahahaha. Die werfen auch Sap, ist ja schön. Mhm. Stirb, Kartoffel! Heute nicht. So viele Leitern. Ich würde auch gerne den Quarz mitnehmen, aber ich habe einfach... Ich will ja nichts mehr wegwerfen. Nein, doch, die Steine werfe ich weg. Schade drum. Wirklich schade drum. Hui, was ist denn das? Deeper in the mine. Es scheint, dass der Minenfahrstuhl immer noch funktioniert. Wird es dir erlauben, schnell zurückzukehren und an jeder... Fahrstuhltür, die du erkundet hast. Oder zu jeder Fahrstuhltür, die du erkundet hast, zurückzukehren. Eine tiefere Expedition mag... Oder was? Level 40! Und ich habe absolut keinen Platz. Können wir hier eigentlich auch... Okay. Mieren... Oh, können wir aktivieren. Out of order. Der Karren ist außer Betrieb. Ich muss unbedingt zurück auf meine... Oh, hi. Hey, ich höre gar nichts. Vielleicht kann ich ihr den Amethyst schenken. Geht gerade gar nicht. Topaz auch nicht. Hm. Whatsoever. Moin, Ninos. Ah, was sehen denn meine kleinen zündeten Äuglein hier? Okay, ist das... Ein prähistorischer Schädel. Ich komme zurück. Lauf nicht weg, Quarz.
Ein prähistorischer Schädel. Günther kann dir mehr darüber erzählen. Günther, was magst du bloß für ein verkommener, dreckiger Bastard sein? Dass du mir darüber was erzählen kannst. Yay. Wenn man Sachen, die ich nicht aufheben kann. Ist das toll. Moment, das. Lass ich auch mal hier, die Sense lasse ich hier. Und die Hole lasse ich hier. Das andere kann ich ja vielleicht noch ein bisschen gebrauchen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ein Ahornsamen. Maple Seed, Baby. Maple Seed. Aber kann ich den pflanzen? Cool. Ja, mein Quarz ist noch da. Langsam 7 Uhr. Weiß ich, wird es vielleicht zu spät für die Mine. Man kann ja doch ein bisschen die Zeit drin verlieren, glaube ich. Naja, vielleicht morgen. Tiefer. Eine Mine. Oh yeah. Dum bum bum. Badum badum. Badum badum. Was ist eigentlich für eine Ruine hier? Was auch immer das jemals war. Es ist nun eine Ruine. Kann ich eigentlich... Oh! Praktisch. Ah! Sind wir weiter schneller als bitte sicher. Ja, praktisch. Praktisch! Aber dreht es nicht automatisch, das ist nicht so ungünstig. Vielleicht soll ich mir noch eine zweite Kiste machen. Vielleicht kann ich mir in die Mine eine Kiste stellen. Wäre äußerst praktisch. Könnte ich zumindest, wenn ich mal wieder in die Mine gehe, einfach Zeug da abladen, was ich halt dabei habe, was ich nicht dafür brauche. Das ist eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Quartz kommt hier rein und jetzt mal alles hier rein. Ja. Schön. Die Sherrybomben sind echt cool, aber 4 Kupfer und eine Kohle, das ist recht teuer. Das ist schon wirklich echt teuer. Hier war es mal eine Runde. Pennen. Ein Parsnip, 35 Gold. Ich werde Parsnip-Millionär. Parsnip. Wetterreport. Morgen wird es schon wieder sonnig. Wahrsager, extra Luck. The Queen of Souls? Grüße, ich bin es, die Königin der Soße. Hier, um dir zu zeigen, um dich zu lehren, wie man ein neues, mundwässerndes Rezept aus meinem geheimen Kochbuch macht. Diese Woche... Stir Fry. Rührbrat. Es ist eine perfekte Möglichkeit, um jemandem etwas Gesundes, Grünes auf den Teller zu tun. Sortiere das Grüne in kleine Sesamöl und geh sicher, dass du viel frischen Ingwer und Knoblauch hinzufügst. Tief durchatmen, oh, das ist gut. Hey, du hast gelernt, wie man Stir-Fry kocht. Nenu? Wer bist du denn? Hallo. Morgen. Mir ist aufgefallen, dass du ein paar Steine aufgebrochen hast und wo du Erz gefunden hast. Das ist gut. Das ist gut. Das ist... Wenn du das Beste draus holen möchtest, dann brauchst du natürlich einen Ofen. Einen Schmiedeofen. Ich verkaufe dir einen für 5000 Mark. Nein. Wie das halt so zufällig ist, habe ich einen extra Satz an Blueprints, an Blaupausen rumliegen. Hier, du kannst sie haben. Yay. Ich habe genug gelernt, wie man einen Schmiedeofen macht. Der Schmiedeofen erlaubt es dir,
Metallbarren zu schmelzen. Die Barren können fürs Crafting benutzt werden, zum Bauen und für... Oh, Werkzeug-Upgrades, genau, wir brauchen ja Copper-Ohr, Copper-Dingsbums. Wenn du ein paar davon geschmolzen hast, ein paar Copper-Bars, überleg dir, ob du nicht mal bei mir vorbeikommst und ein paar von deinen Tools upgradest. Das macht die Arbeit auf jeden Fall einfacher. Nun, okay, ich gehe nach Hause. Mach's easy. Take it easy. Was haben wir auch? Ah, ich habe gesehen, dass du die Mine erforscht. Du hast den Abenteuergeist, da so weh kann ich sagen. Wenn du 10 Schleime töten kannst, dann hast du dir einen Platz in meiner Abenteurergilde verdient. Sehr vorsichtig, Maler. Okay. Wenn du weiter minen willst, Mining, whatever, wie auch immer es übersetzen möchte, solltest du einen Schmiedeofen bauen. Bau einen Schmiedeofen. Wenn du 10 Slimes töten kannst, dann hast du dir Platz in der Gilde verdient. Okay. Hier, Furnace. 20 Copper-Ohr. Willst du mich rollen? 20 Copper-Ohr. Boah. Stein ist ja kein Thema. Boah, nee. Das ist echt heftig.